Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder der Atlantikbrücke, liebe Young Leader Alumni, ich darf Sie und euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Zoom-Webinar. Steht unter dem Titel zur Krise der politischen Repräsentation. Wie kann es weitergehen nach dem Sturm auf das Kapitol? Und ich freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Albert Gourriat, Professor Emeritus in Literature an der Stanford University. Herr Professor Gumrecht wurde 1948 in Würzburg geboren. Er studierte Romanistik, Germanistik, Philosophie und Soziologie in München, Regensburg, in Salamanca und Pavia. Und nach seiner Habilitation 1974 war er zunächst Professor in Bochum, dann an der Universität Siegen. Aber sein eigentlicher langjähriger akademischer Wirkungsort für drei Jahrzehnte war die Stanford University. Von 1989 bis 2018 hatte er dort den Lehrstuhl für Komparatistik inne. Und seit 2000 ist er auch US-Bürger, also ein wirklicher Transatlantiker und gegenwärtig auch ständiger Gastprofessor an der Université de Montréal am Collège de France sowie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Für sein Werk erhielt Herr Professor Gumbrich zahlreiche Auszeichnungen, die hier aufzuzählen zu weit führen würde. Zuletzt 2015 den Kulturpreis der Stadt Würzburg und seit letztem Jahr ist er auch Presidential Professor an der Hebrew University of Jerusalem. Zu seinen viel beachteten Werken zählen nach 1945 Latenz als Ursprung der Gegenwart, 1926 ein Jahr am Rande der Zeit und unsere breite Wirklichkeit. Herr Professor Gumbrecht, als einer der herausragenden Intellektuellen unserer Zeit, meldet sich immer wieder auch mit pointierten Gastbeiträgen, auch zu gesellschaftlichen, politischen Debatten zu Wort. Und ja, in dieser schwierigen Lage, in der wir uns gerade auch befinden, wir alle haben mit großem Schrecken natürlich am 6. Januar die Ereignisse in den USA verfolgt und sind sehr, sehr dankbar dafür, Sie, Herr Professor Gumbrecht, heute zu Gast zu haben, dass Sie uns ein bisschen auch helfen, das Ganze intellektuell zu verorten und ein bisschen uns auch Orientierung zu geben. Das Ganze, die Veranstaltung heute geht zurück, insbesondere auf einen Gastbeitrag, den Sie Ende des letzten Jahres veröffentlicht haben, der Süddeutschen Zeitung. Der stand unter dem Titel Intellektuelle missverstehen den neuen Populismus. Und entgegen der immer öfter hörbaren These, die aktuelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten und die Radikalisierungstendenzen wiesen ihre Grundstruktur Gemeinsamkeiten mit der Ideologie des Faschismus auf, argumentieren Sie in Ihrem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung, dass es Donald Trump in besonderer Weise gelungen sei, eine tiefergehende Krise der politischen Repräsentation als Kernstruktur der parlamentarischen Demokratie zu seinem Vorteil zu nutzen und sehen da also sozusagen schon deutliche Unterschiede mit dem, was man gemeinhin als Faschismus bezeichnet und haben sich mit diesem Beitrag also in diese Debatte eingebracht. Das wollen wir heute ein bisschen tiefergehend mit Ihnen diskutieren. Was genau passiert eigentlich gerade in den Vereinigten Staaten? Was haben wir auch gesehen und was sind die tieferen Ursachen der erschreckenden Ereignisse von Anfang dieses Jahres? Das heutige Gespräch führt unser Vorstandsmitglied, unser stellvertretender Vorsitzender der Atlantikbrücke, Professor Dr. Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Freut mich auch sehr, lieber Michael Hüther, dass du die Moderation heute übernimmst und ja, meine Damen und Herren, wie immer ist das auch ein interaktives Format. Wir würden circa 30 Minuten erstmal ein Zwiegespräch hören zwischen Professor Hüther und Professor Hans-Ulrich Gumbrecht. Und danach können Sie gerne uns Ihre Fragen stellen über die Q&A oder auf Deutsch F&A-Funktion von Zoom. Bitte stellen Sie uns da Ihre Fragen und dann werden wir natürlich versuchen, so viele wie möglich in die Diskussion dann auch mit zu integrieren. Und damit übergebe ich an Michael Hüther. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, David. Vielen Dank, lieber Gumbrecht, für diese Gelegenheit, Gespräche fortzuführen, die wir vor Ort in Stanford begonnen haben und eindrucksvoll die Philosophical Reading Group, bei der ich damals 2016 mein Gastprofessor auch dabei sein durfte mit Sloterdijk. Das waren schon großartige Eindrücke und sind immer im Gespräch geblieben. Wir wollen heute, wie David Deisman gesagt hat, ein bisschen tiefer reinschauen, was die Krise dieser Repräsentation in den USA oder der Verfassungskrise bedeutet. Ich würde gerne am Anfang den 6. Januar noch ausblenden. Ich würde so gerne die Zeit nur bis zum 5. Januar nehmen, weil man ja hinreichend argumentieren kann, dass was Trump getan hat, wie er agiert hat, wie er kommuniziert hat, wie er mit den Institutionen umgegangen ist, ist ja schon das, was eine Krise der Repräsentation des Verfassungslebens ausmacht. Er hat die Institutionen nicht gewürdigt. Das ist nicht sozusagen, wenn man so will, seine Welt. Und deshalb die Frage, dass vor der Wahrnehmung, dass 74 Millionen Amerikaner ihnen am 3. November die Stimme gegeben haben. Die wussten noch nichts vom 6. Januar, aber die hatten eigentlich genug erlebt.
Wie tief müssen die Wurzeln gehen? Und daraus abgeleitet, welche Chancen hat eigentlich Joe Biden? Ja, wenn ich sage Krise der Repräsentation, dann meine ich das in einem relativ präzisen und sehr traditionellen Sinn. Nicht, dass ja das Grundprinzip der Demokratie darin besteht, dass Bürger, die das Recht zu wählen haben, sozusagen die von ihnen besessene politische Macht delegieren an andere, die sie repräsentieren, die für sie in ihrem Sinn haben. Ich meine, das ist sozusagen das Grundprinzip, der Grundbaustein dessen, was wir Demokratie nennen. Und ich denke, dass nicht nur in den USA, aber sicher in den USA am sichtbarsten, bei einer großen Zahl der Bürger, 74 Millionen haben Trump gewählt, das wären also etwa ein Drittel der Wahlberechtigten, ja, etwas weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten, die Überzeugung abhanden gekommen ist, ohne dass man das reflektiert, dass die Politik, das meinen diese Leute, wenn sie sagen Washington oder the politicians, dass diese Politik sie noch repräsentieren kann. Denen ist das Wort Representation vielleicht gar nicht geläufig, aber diese Leute, diese Politicians sind sozusagen eher Teil einer Verschwörung gegen sie, aber vor allem nicht diejenigen, die sie vertreten. Und Trump hat es ohne Zweifel verstanden, ihnen das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Deswegen habe ich im Englischen also von Politics of Resonance, Resonanzpolitik geredet. Es ging eigentlich gar nicht so sehr darum, dass diese Leute das Gefühl gehabt haben, Trump verbessert ihr Leben in ökonomischer Weise oder verfolgt ihre Interessen, sondern es war das Gefühl, dass es plötzlich jemand im Weißen Haus gibt, der ihnen das Gefühl gibt, dass ihre Sorgen, dass ihre Situation Resonanz findet. Ob das so war, ob Trump das bewusst gemacht hat, ist noch mal eine andere Frage. Aber so möchte ich dieses Gefühl beschreiben, was voraussetzt, dass es eine profunde Krise der Repräsentation gibt. Und man kann ja in dem Sinne auch sagen, Obama hat auch diese Welle schon genutzt, um nach Washington zu kommen. Denn mit seinem Yes, we can hat er ja auch eigentlich eine Botschaft gesetzt. Ich höre euch. Also er wollte eigentlich Resonanz geben. Und am Ende sind dabei viele, die dann diese Resonanz bei ihm gar nicht gefunden haben, wahrscheinlich auf die andere Linie gegangen. Aber die Frage, die ja darüber hinaus führt, Herr Gumbach, ist, Sie sind jetzt seit 1989 in Stanford. Mhm. Wie tief gehen die Wurzeln dieser dahinterliegenden ja auch Spaltung im Sozialen und im Ökonomischen zurück? Wir können feststellen, dass anders als noch in den 70er, 80er Jahren die Staaten sehr klar nach Blau und Rot sortiert sind. Und dann gibt es die Battleground States in der Mitte. Aber das hat sich ja so über die letzten, drei Jahrzehnte herausgebildet. Und wir stellen auch fest, dass dazu zu dieser Homogenisierung der Staaten als in ihrer Parteienorientierung eine Homogenisierung der Parteien stattgefunden hat. Nicht? Denn die beiden Parteien sind ja wirklich dichotom in ihrem Programm. Die einen sind für Schwangerschaftsabbruch, die anderen dagegen. Und es gibt keine Vielfalt mehr in den Parteien. Und das ist ja auch ein Thema, das hier mit aufdrückt. Also wo würden Sie sagen, wo hat es angefangen? Ja, schwer zu sagen. Ich muss zunächst mal betonen, dass ich natürlich, also ich bin nicht nur ein Emeritus der Stanford University, ich wohne auf dem Campus, also meine Postadresse ist Stanford, California und nicht Palo Alto, California. Mhm. Und in den Jahren, also in den 31 Jahren und mittlerweile fast 32 Jahren, die ich in den USA lebe und in den 21 Jahren, die ich amerikanischer Bürger bin, hat sich sozusagen die Blauheit, also die natürliche demokratische, von der Partei her gesehen, Dominanz in Kalifornien und an der Westküste verstärkt. Also man muss da immer daran erinnern, das ist vielleicht als Datum gar nicht so irrelevant, dass Schwarzenegger, ich meine, gar kein so schlechter Gouverneur von Kalifornien war, als Republikaner. Ich habe ihn nicht gewählt, aber es war eher eine positive Überraschung, vor allem in der zweiten Legislaturperiode insgesamt. Ja. Das wäre heute undenkbar. Also das wäre ganz undenkbar, dass in Kalifornien und auch in Silicon Valley und auch wenn die Milliardäre von Silicon Valley alleine wählen dürften, ja, wie im frühen 19. Jahrhundert in manchen Ländern, das würde immer eine demokratische Dominanz herauskommen. Oder anders gesagt, wenn ich, was ja jetzt im letzten Jahr nicht mehr möglich war, aber vorher innerhalb der USA gereist bin, also zum Beispiel nur nach Arizona, um die Wüste kennenzulernen oder Grand Canyon kennenzulernen, dann war ich manchmal sehr überrascht, wie sehr mein Alltag
der auch ein Alltag ist, wo man sagt, na ja, Trump ist in Washington, interessiert uns eigentlich gar nicht so sehr. Wie sehr mein Alltag ein Alltag ist, der nicht mehr typisch ist für die USA. Also vielleicht könnte man sagen, dass diese Abhebung der Eliten, und zwar sind das natürlich, also das sind Eliten eigentlich von Leuten, die in die Ivy League Colleges, also Harvard, Yale, Princeton und so weiter und ja, an der Westküste Stanford, Berkeley bis zum gewissen Grad, vielleicht noch UCLA, also UCLA hat das aufgehört, also Leute, die da ausgebildet sind, Leute, die von da, auch wenn ihr sozialer Background bescheiden war, aufgestiegen sind, die das Land regieren. Also ich gehöre zu dieser Elite auch, aber könnte man auch mal selbstkritisch sagen, diese Elite hat stark abgehoben und möglicherweise hat auch Obama, den ich weiterhin für einen großen Präsidenten halte, aber vielleicht, weil ich mich zu stark mit dieser Position identifiziere, vielleicht hat auch Obama nicht selbst aktiv, aber als Symptom geholfen, dass man die Probleme übersehen hat. Weil man gesagt hat, guck mal, wenn einer wie Obama, dem Vater aus Kenia und so weiter, Präsident werden kann, wenn Michelle First Lady ist und das so gut nicht spielen kann, sondern das gut verkörpern kann, dann haben wir kein Problem. Ohne zu sehen, dass natürlich die Obamas trotz des Orts, des sozialen Orts ihrer Geburt absolut, absolut ein beliebter Teil der Elite sind, zu der die Milliardäre, zu der die Stanford-Professoren und so weiter gehören. Das ist alles demokratisch und weil Sie vorhin auf Biden angespielt haben, wenn Biden es nicht versteht, das Selbstverständnis der anderen Partei, der demokratischen Partei, über dieses Selbstverständnis hinaus zu öffnen, was kein illegitimes Selbstverständnis ist, aber ein problematisches, dann befürchte ich, dass uns im nächsten Wahljahr, also 2024 für die Präsidentschaftswahlen, noch etwas Schlimmeres als Trump ins Haus stehen könnte. Nun könnte man ja sagen, der spannende Punkt mit den Eliten. Naja gut, jedes Land hat seine Eliten. Und wenn man das spiegelt mit dem historischen Bild, das wir in Deutschland lange für die USA gehabt haben, man hat immer eine Aufstiegschance. Man kann da auch irgendwo hinkommen. Und vielleicht, mich erinnert das, was Sie mit Obama gesagt haben, an eine Anekdote, die Richard Sennett in einem seiner Bücher schildert, wo er beschreibt, wie er in dieses Housing-Projekt zurückgeht, wo er mit seiner Mutter als Kind gewohnt hat. Und sich anschaut, wie runtergekommen ist, also diese Aufstiegschance des dortigen Wohnens nicht mehr gegeben ist, aber dann von einem Projekt erzählt, wo man die jungen Menschen motivieren will, indem man ihnen Erfolgsgeschichten vorführt. Und da macht man so eine Veranstaltung und dann kommt da einer, der ist mittlerweile Star-Professor in der Medizin im Bereich der Neurochirurgie. Und das hatte abstoßende Wirkung. Sennett sagt, das war für die dort Lebenden so weit weg, dass sie gesagt haben, was führt ihr uns hier vor? Viel sinnvoller wäre es gewesen, ich sage mal, eine Chefsekretärin, Assistenten. Und so ein bisschen ist es vielleicht Obama auch. Er ist ja echt diese Wurzel, aber in einer Sozialstruktur, die das nicht mehr verbindet. Und was wir Ökonomen sehen, ist, die Mobilität der Menschen ist so niedrig wie seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht fortlaufend rückläufig. Zwischen den Counties, zwischen den Staaten. Also dieses Versprechen, du kannst da mitmachen, das scheint ja nicht mehr zu überzeugen. Also das haben Sie so richtig gesehen und auch artikuliert. Naja, als würden Sie in den USA leben, die diese extremen Fälle, wie Obama zum Beispiel, natürlich großartige Fälle sind, das waren die Fälle meines Alltags als Stanford-Professor. Ja? Also es gibt ja zwischen Berkeley und Stanford so eine Rivalität. Also Berkeley ist die ganz linke Universität und wir sind so etwas rechter als Berkeley. Also Condoleezza Rice ist eine Stanford-Professorin zum Beispiel immer noch heute. Naja, aber wenn ich in mein Classroom gehe, also wenn das Jahreseinkommen der Familie unter $100,000 ist, muss man überhaupt keine Tuition zahlen in Stanford. Ja? Also wenn man sozusagen angenommen ist, das heißt, wenn ich früher, also looked into my classroom, wie man sagt, nicht mehr als 18 Studenten am Seminar für Undergraduates, das war der Durchschnitt der amerikanischen Demografie und es war klar, dass die 94% von den 100%, die aufgenommen werden, die ein Stanford BA haben, die werden Teil dieser Elite sein. Nicht? Was das Einkommen ist, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist eine Elite. Aber das ist natürlich demografisch sehr, sehr klein. Und was Sie sehr richtig gesehen haben, ist, dass das in viel extremer und engerer Weise als noch zur Zeit von ja sowieso Eisenhower, aber auch zur Zeit von Nixon und so weiter,
nur noch diese Institutionen sind. Also an einem University of Oregon, wo zum Beispiel meine jüngste Tochter studiert hat, sehr gute Universität auch, aber weder Ivy League noch Stanford, ist das schon nicht mehr garantiert. Und das hat natürlich ein enormes Ressentiment in breiten Bevölkerungsschichten gegen diese Eliten erzeugt, was bis zu einem gewissen Grad plausibel ist, nicht eben keine Aufstiegschancen mehr, an das wir, die Teil dieser Elite sind, und ich sage das nicht, indem ich mir gratulierend auf die Schulter klopfe, ne, sondern ja, eher also im Sinn eines Teil des Problems sind, zu lange übersehen haben. Ich habe Ihren Beitrag im Handelsblatt etwa gelesen, wo Sie deutlich darauf hinweisen, dass die Aufstiegschancen, die Mobilität in der amerikanischen Gesellschaft deutlich zurückgegangen sind. Wir, also ich schließe mich ein, haben uns zu lange überzeugt, dass diese Mobilität immer noch existiert, weil wir sozusagen die dramatischen Fälle immer vor der Nase haben. In jedem Seminar gibt es einige dramatische Fälle von Mobilität, von unglaublichen Begabungen. Und das ist ja auch weiterhin sehr schön, das soll um Gottes Willen nicht aufgehoben werden. Aber es ist enger geworden und die 74 Millionen, denke ich, sind in ihrer Divergenz und Heterogenität, und das sind nicht alles Leute mit demselben Hintergrund, dadurch beschreibbar, ihr gemeinsamer Nenner ist ein gemeinsamer Nenner, dass sie sozusagen, also das ist die deutsche Metapher, abgehängt sind. Mhm. Abgehängt sind. Entweder abgehängt sind vom Prestige, abgehängt sind von der Politik, mit dieser Elite nichts zu tun haben und gegen die Elite ein Ressentiment haben. Und dieses Ressentiment hat Trump, und ich denke, mit wachsendem Geschick bedient. Ja, ich weiß gar nicht, ob er damit angetreten ist, weil ich immer denke, Trump denkt allerhöchstens den nächsten Schritt, nicht den übernächsten. Aber er hat sehr bald gesehen, dass diese Resonanz funktioniert und sein großes Talent war die Aktivierung, die Bedienung dieser Resonanz. Vielleicht noch ein ökonomischen Befund. Wir hatten am Freitag bei uns im Institutsglocken John Komlos. Der war lange Wirtschaftshistoriker an der LMU in München, kommt aber aus den USA und ist jetzt wieder zurück, emeritiert in North Carolina. Seine These war, die große Wasserscheide war die Reagan-Ära, die ja in Deutschland als Supply-Side-Economics, ne, die große Aufbruch, auch als ein bisschen Vorbild, viel Dynamik, aber in seinen Sachen, das war sehr eindrucksvoll, beschreibt im Grunde die Einkommensspaltung der Gesellschaft, die unteren, die mittleren Löhne, die real nicht mehr gewachsen sind seitdem. Und das als einen, aber wesentlichen Treiber, das war seine These für diese heutige politische und gesellschaftliche Situation. Würden Sie das teilen? Wir waren ein bisschen, ich sag mal, Ökonomen sind ja manchmal ein bisschen schlicht und denken, naja, also offene Märkte, Globalisierung, wir denken auch zu wenig darüber nach, wie das inklusiv sein kann. Deswegen gibt es ja heute auch diesen Inclusive Growth Begriff oder das Konzept. Aber diese Deutlichkeit, die Reagan'schen Steuersenkungen, die Reagan'schen Marktöffnungen haben im Grunde den einen unglaubliche Einkommenschancen verschafft, die anderen sind aber geblieben, wo sie waren. Ja, also das ist mir zumindest plausibel. Ich habe einleitend schon gesagt, dass ich natürlich, also meine Alltagserfahrung ist die Erfahrung von Silicon Valley. Und als ich 1989 mit meiner Familie, also in die USA gezogen bin und übrigens schon mit dem Entschluss, da zu bleiben, also das war nicht so, wir versuchen das mal, gab es den Begriff Silicon Valley schon, aber Silicon Valley war noch nicht Silicon Valley. Also Silicon Valley war noch der Ort, wo man Computer produzierte. Also man hat das so mit diesem damaligen Apple-Computer, nicht? Ja. Der erste Laptop sozusagen. Ja. Und die, wie sagt man, Search Engines, Suchmaschinen auf Deutsch, ja, die ersten Suchmaschinen sind dann eben in den 90er Jahren gebaut worden. Und ich erinnere mich noch, als ein Kollege Terry Winograd, also der als der Begründer von Computer Science gilt, eines Tages sagte, nobody is really understanding what's emerging there, the web, but it's going to change our lives. Ja? Und ich meine, das ist, also können wir positiverweise jetzt in der Corona-Situation sehen, also das ist gar nicht mehr, ist undenkbar heute eine beliebte Frage für Interviews, können Sie sich überhaupt noch vorstellen, ein Leben ohne Web? Also Silicon Valley ist Silicon Valley geworden in den 90er Jahren. Aber, und insofern denke ich, könnte ich diese Diagnose bestätigen, die ungeheuren Gehaltsmöglichkeiten, Einkommensmöglichkeiten waren schon damals gegeben. Also ich erinnere mich noch,
als in dem ersten Jahr in Stanford, Ende 1990 oder 89, 90 war mein erstes Jahr. Und da wird immer mitgeteilt von Stanford, was ist das Durchschnittsgehalt, dass ein Undergraduate, also der ein BA bekommt, und ein Graduate Student, also der einen Doktor gemacht hat oder zum Rechtsanwalt geworden ist, erwarten kann. Und das war damals beim Undergraduate etwa erst, also Anfangsgehalt fast $100,000. War ich sehr enttäuscht, das war damals mein erstes Stanford-Gehalt. Ja, dachte ich, also wenn der Undergraduate, die ich ausbilde, verdient gleich dasselbe sofort. Und das war extrem. Also Graduate of the Business School, also Professional School, nächster Level, $400,000. Nicht? Und $400,000 damals, also quasi eine halbe Million Dollar für jemanden, naja, in den mittleren 20er Jahren oder so, der noch gar keine Berufserfahrung hat, in Silicon Valley war ungeheuer. Also es gab damals diese Diskrepanz und das ist ja mittlerweile also in die, naja, ich weiß noch, als man überrascht war, sagen, naja, wer mit 30 Jahren noch nicht Double-Digit Millionaire ist, has lost. Das ist heute banal. Ja, als ich das erste Mal hörte, dachte ich, die Leute völlig durchgeknallt. Nein, das ist normal. Möglicherweise gibt es jetzt einen Exodus aus Silicon Valley und das wird sich immer wieder verändern. Aber zum Beispiel, dass man sagt so über den Daumen gepeilt, im Radius von einer Meile um das Google-Zentrum in Mountain View kostet ein One-Bedroom-Apartment nicht unter $5,000 pro Monat. Ja? Und das ist den Leuten egal. Wenn es 50.000 kosten würde, könnten sie es auch leisten. Also diese Explosion hat wahrscheinlich, noch nicht mit diesen Zahlen, aber hat wahrscheinlich in den Reagan-Jahren eingesetzt. Wobei die andere Frage ja ist, ob das durch Reagans Politik ausgelöst war oder ob man jetzt sozusagen historisch retrospektiv sagt, das hat da angefangen. Also ich denke nicht, dass Reagan, dass das sozusagen das Projekt von Reagan war. Also auch nicht, aber die Steuersenkung und die Steuertarife haben natürlich dann dem noch einen ganz anderen Rahmen und auch Unterstützung gegeben. Und ich glaube, was wir aus Deutschland immer zu wenig sehen, in Deutschland ist, guckt man immer, irgendwo ist ein Wachstumskern, da haben wir damals für die neuen Länder so diskutiert, und wenn der dann da ist, dann strahlt der Wachstumskern Dresden mit IT und allem Möglichen, was man denken kann, aus dem Rest Sachsens irgendwie aus. Und faktisch ist das auch so, das geht dann schon in diese Regionen hinein. Und ich glaube, das ist in den USA einfach sehr viel weniger. Ich meine, wenn man das von Silicon Valley ins Napa Valley fährt und ist im verkehrten Tal, dann ist es auch schon ziemlich dunkel da oben. Und ins Grand Valley hinein hat man auch den Eindruck, da ist kein Trickle-Down im Sinne von Verbreiterung dieser Effekte. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in Deutschland in der Kleinheit unseres Landes und der Geübtheit, föderale Strukturen zu haben, Regionalpolitik zu haben, auch anders wahrnehmen und auch anders tun. Ne? Ja, also das ist völlig recht. Ja. Also das Silicon Valley, sagt man immer, geht nicht mal eigentlich von San Francisco bis nach San Jose. Nicht? Das geht irgendwo von, also Menlo Park ist die nächste Stadt, 40.000 Einwohner, ja, bis San Jose. Und San Francisco und San Jose sind eigentlich schon nicht mehr Teil davon. Es war eine Zeit lang fashionable für Leute aus Silicon Valley, in San Francisco zu wohnen, aber in San Francisco hört das schon auf. In San Francisco gibt es Armenviertel, die es in Silicon Valley nicht gibt. Nicht? Das hat nicht ausgestrahlt. San Jose ist keine speziell reiche Stadt. Da wohnen dann schon die Leute, die sich es nicht leisten können, in Silicon Valley selbst zu wohnen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es, naja, das wird unterschätzt, das, was man Sozialpolitik nennt in Deutschland und in Europa. Also ich denke, das ist ein EU-Phänomen. Dass es das bis heute in den Vereinigten Staaten nicht gibt. Also was sozusagen Sozialpolitik genannt wird, das sind immer Problemlösungsfälle. Nicht? Genau. Also dass vielleicht weniger Leute auf der Straße übernachten als sonst. Aber eine Sozialpolitik, die sozusagen eine Strategie hat, das, was ich gar nicht polemisch Sozialdemokratismus nenne in Europa, das hängt nicht ab von der Partei SPD oder CDU, sondern es ist ein breiter Konsens, dass es Sozialpolitik geben muss, dass das für alle gut ist. Das gibt es nicht in den USA, ich will das gar nicht mal nur kritisch sagen, aber als Feststellung, ja, also die Idee, die Sie gerade sozusagen als selbstverständlich in unser Gespräch eingebracht haben, die mir auch selbstverständlich ist, also wenn man so einen Wachstumskern hat wie Silicon Valley, dann sollte vielleicht auch die nächste Gemeinde mit mehr als 1 Million Einwohnern, das ist San Jose und nicht San Francisco, davon profitieren. Aber das ist eigentlich eine Idee, die einem amerikanischen Politiker und auch einem amerikanischen Wähler fremd ist. Und deswegen glaube ich, dass manchmal, wenn gesagt wird, ja,
Trump hat ja gar nicht die Interessen seiner Wähler bedient. Das mag so sein, aber das ist eine sehr europäische Perspektive. Denn er hat ihr Leben insofern verbessert, als er vielen von diesen 74 Millionen oder vielleicht allen das Gefühl gegeben hat, dass sie Resonanz finden. Ich sage genau. Nochmal Resonanz finden, weil ich mit dem Resonanzbegriff ausschließen will, dass es um irgendwelche Inhalte geht. Es ist das Gefühl, this is our man, he speaks his mind, he is authentic. Ja. Ja. Und das erklärt natürlich auch diese ungeheuren Treuebeweise und zum Teil meine ich auch, für mich schwerer verständlich, warum die Legende, dass die Wahl gefälscht war, dass die Wahlergebnisse nicht authentisch waren, warum das so viel Resonanz gefunden hat, weil die Leute das Gefühl haben, das ist doch unser Präsident. He is the real thing. Der kann gar nicht verlieren. Als ich den Satz zum ersten Mal von Trump gehört habe im Wahlkampf, also if we lose this election, it's gonna be rigged, habe ich völlig, auf dem fehlt jede Logik der Satz. Also selbst Trump sollte einen solchen Satz nicht sagen, aber bei den Leuten, die an ihn glauben, sozusagen, kommt das an. Denn das ist der Authentische, das ist der, der zuhört. Und nur der kann Präsident sein. Und wenn der nicht Präsident wird, dann sind die Wahlen von den Demokraten gefälscht. Ja. Das finde ich ein außerordentlich überzeugendes Argument, wenn Sie das mit dem, in diesem Resonanzgedanken bringen. Weil wir ja mal gefragt haben zunächst, ja, wo sind denn die ökonomischen Vorteile, die er seinen Wählern verbracht hat? Und da ist ja nicht sehr viel zu finden, wenn man genau hinschaut. Aber das war es auch gar nicht, sondern im Gegensatz zu Hillary Clinton, die vom Basket of Deplorables gesprochen hat, hat er sie sozusagen angenommen. Und das erklärt auch diese Emotionalität vermutlich. Ne? Ja, und ich meine, also Hillary, Basket of Deplorables, muss man sich auch mal im, sozusagen im Trommelfell zergehen lassen. Ja, das ist natürlich also eine aggressive Herablassung. Und ich muss sagen, also wenn ich von wenn ich dazugehören würde, würde ich bestimmt nicht wählen. Ja? Also mal ganz abgesehen davon, dass ich sie gewählt habe mit einigem Zähneknirschen, aber natürlich habe ich Hillary Clinton trotzdem gewählt. Aber Basket of Deplorables, und man könnte natürlich sagen, dass sozusagen Obama die naivere Version desselben war, nochmal bei aller Wertschätzung für Obama. Ich hoffe immer, dass er eines Tages als ein ganz großer Präsident in die Geschichte eingeht. Aber Obama hat vielleicht zu naiv vorausgesetzt, dass das, was seine Biografie war und Michelles Biografie war, immer noch heute eine Möglichkeit ist, die man sozusagen mit entsprechendem, um eine deutsche Tugend zu nennen, fleißig erarbeiten kann. Und das ist nicht mehr so. Also wenn man zu weit weggeboren wird von den Research Triangles in North Carolina oder von Stanford, Berkeley oder so, dann hat man als Kind einer unteren Schicht kaum mehr die Möglichkeit, außer man ist also ein sehr, sehr guter, also athletisch sehr begabt oder man spielt sehr gut Cello, also man hat so ein Spezialtalent, dann rekrutiert einen die Universität vielleicht nicht. Aber sonst hat man keine Chance mehr, an die Ivy Leagues oder in Stanford oder in Berkeley zu studieren. Nehmen wir mal den 6. Januar mit ins Bild hinein. Den haben wir ja bisher außen vor gelassen, um die strukturellen Dinge ein bisschen hervorzukitzeln. Und Sie haben eben gesagt, naja, also das, wenn Clinton so gesprochen hat, das kann man verstehen, dass die Leute so reagieren. Aber dass sie am 6. Januar das Kapitol stürmen und das von den 74 Millionen nach Umfragen 41%, also den Wählern von Trump sagen, das war irgendwie okay, dann sind wir immer noch bei 29 oder 30 Millionen. Das ist ja die eigentlich erschreckende Botschaft. Also ist das nicht eigentlich eine Grenzüberschreitung gewesen, die viele hätte zurückschrecken lassen müssen? Ja, zunächst, und damit Sie mich nicht missverstehen, bin ich auch sehr enttäuscht. Also ich dachte nach dem 6. Januar, also tough going, aber jetzt wären es also im schlimmsten Fall noch 30 Millionen Leute, die Trump wählen würden. Das war so mein Daumen gepeilt. Im Vorgespräch hatte ich sowas gesagt zwischen uns. Man weiß heute also, dass es wahrscheinlich optimistisch ist zu sagen, dass von den 74 Millionen immer noch 50 Millionen ihn wären. Das sind immerhin 24 weniger, wenn es denn so wäre. Eine Bemerkung trotzdem, damit unser Gespräch komplex bleibt. Ich bin auch erschrocken angesichts der Tatsache, dass so viele der republikanischen Politiker und der republikanischen Wähler sagen, naja, also die Gewalt, die da zumindest gedroht hat am 6. Januar in Washington, die muss man akzeptieren. Also was ich hier einwerfen will, ist natürlich,
dass wir alle im Hinblick auf die Geschichte, auf die Vergangenheit bestimmte Momente, in denen Gewalt eine Rolle gespielt hat, kanonisiert haben und mit Begeisterung darüber reden und schreiben. Ja, ich habe mich zum Beispiel über politische Rhetorik in der Französischen Revolution habilitiert. Und natürlich ist mit Recht der 14. Juli der Nationalfeiertag der Franzosen. Natürlich wird mit Recht der 14. Juli 1789 als ein großer Tag gefeiert. Und das war zweifellos und emblematisch natürlich auch ein Tag der Gewalt. Ja? Also ich meine, Gewaltverherrlichung, ich will dem nicht das Wort reden, aber vielleicht ist das Erschrecken, also wie kann man das sagen, wenn die Leute sagen, naja, also wenn die mal gemerkt haben, es gibt einen Willen des Volkes, um es sozusagen in der Sprache des 18. Jahrhunderts zu sagen, der sich da artikuliert hat. Was mir Sorgen macht, angesichts dieser 74 Millionen und der relativ schwachen Reaktion auf die Bedrohung oder auf die Ereignisse des 6. Januar, ist, dass ich mich frage, wie viel meiner Mitbürger sind, naja, um es vielleicht so zu formulieren, bedingungslos an der Erhaltung demokratischer Institutionen interessiert. Ja. Ja. Deswegen hatte ich gedacht, also das sind nach dem 6. Januar höchstens noch die Hälfte, die Trump. Man könnte man ja auch sagen, also schlimm genug, was er vor dem Weißen Haus gesagt hat, um die Massen zu mobilisieren. Aber es gibt sozusagen nicht die eine Formulierung, mit der man ihn festnageln könnte. Ja? Also er hat nicht gesagt, storm the capital or something like that. Ja? Also immerhin. Die Frage für Biden ist, meine ich, erstens die Aufgabe für Biden, sich auf diese Leute in einer Weise zu öffnen. Nicht? Er hat bei seiner ersten Rede, nachdem bestätigt war, dass er President-elect ist, anders als Kamala Harris, und ich fand das gut, in einer Formulierung an diese Leute gewandt. This is to my fellow citizens who voted for President Trump, hat er wörtlich gesagt. I know how frustrating it is if the guy you want to get elected does not get elected. Das war nichts Bedeutendes, aber immerhin als Geste, ein Anfang. Und das muss, denke ich, so weitergehen. Und dann wird sich herausstellen, oder wir werden größere Klarheit haben, ja, um sozusagen ironisch in einer deutschen Diskussion dieses Wort anzuwenden, wie viele von diesen Leuten offen für eine Political Re-Education sind. Ja? Also Jürgen Habermas hat einmal gesagt, und ich identifiziere mich sehr damit, dass er ein Produkt der American Re-Education ist. Ich bin das sicher auch, also 1948 in Deutschland geboren. Das war eine große Leistung und plötzlich wird jetzt Re-Education, ich denke, das muss auf der Agenda der Biden-Regierung unbedingt stehen, also Re-Education ist, die Frage ist, wie viele der Trump-Anhänger sind wieder zu gewinnen für einen demokratischen Alltag mit demokratischen Verpflichtungen, aber auch mit einem Realismus, sind zu überzeugen, nein, dass die Wahlen nicht gestohlen waren. Nicht? Das hat Mitt Romney sicher richtig gesagt. Wenn wir Demokraten sein wollen, wir Politiker, müssen wir das unseren Wählern zumuten, ihnen zu sagen, nein, die Wahl ist nicht gestohlen. Wie viele sind dafür zu gewinnen? Und ich denke, das ist im Moment nicht klar. Das ist eine graue Zahl. Ich hoffe, dass hinreichende Zahlen von Mitbürgern zu gewinnen sind, wieder für die Demokratie, dass sozusagen unsere Demokratie viable, also im Alltag möglich bleibt. Noch eine Frage dazu und dann die Fragen, die David Deissner im Chat schon zur Kenntnis genommen hat. David Deissner hat am Anfang Bezug genommen auf den Artikel der Süddeutschen. Und da schreiben Sie ja, es wäre verkehrt, mit diesen Kategorien Faschismusvorwurf, also mit diesen sehr leichtgängigen Kategorien mit Trump umzugehen. Er hätte im politischen Stil keinen systematischen Gebrauch von Rassismus und entsprechende Hierarchisierung erkennen lassen. Ja. Das war auch in Deutschland eigentlich nicht weit verbreitet. Wenn man die deutsche Presse oder das Feuilleton seit dem 6. Januar anschaut, dann stellt man fest, dass dieser Bezug, der Vergleich zum Marsch auf die Feldherrenhalle mit allen möglichen von seriösen Historikern, also beispielsweise am 13. Januar in der FAZ, die Frau Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München. Also das hat ein bisschen Breite gewonnen. Würden Sie auch sagen, das hat sich dahin verschoben oder würden Sie weiterhin sagen, diese Faschismuskategorien sind hier ein Irrlicht? Naja, also
Ich habe die Faschismuskategorien kritisiert und kritisiere sie immer noch. Also vielleicht nicht nur den Faschismus, sondern überhaupt historische Analogien in diesem Sinn. Weil natürlich zumal in Deutschland und aus sehr, sehr verständlichen Gründen, also Faschismus ist sozusagen das Maximum des Schlimmen. Ja, wenn man sagen kann, Faschismus oder Narzissmus, schlimmer geht es nicht mehr. Also mittlerweile würde ich sagen, das hat Trump verdient, aber man erspart sich damit eine genauere Analyse. Ja. Das Problem ist natürlich also, dass Trump eben nicht genau 1933 Deutschland ist. Da mag es Parallelen geben, aber es ist nicht genauso. Es gibt allerdings, damit Sie sehen, dass man sozusagen mitdenkt, im Moment eine Perspektive, die an den Faschismus erinnern könnte und wo man vom Faschismus lernen kann. Also ich behaupte, dass zu jedem Faschismus eine Dolchstoßlegende gehört. Ja? Also schon im italienischen Faschismus, und das ist der Verrat der Leute, die Italien 1915 in den Ersten Weltkrieg hineingelockt haben, die haben ihnen versprochen, dass also bestimmte Gebiete des Habsburger Reichs, also des KUK-Reichs an Italien zurückkommen, und das Versprechen ist gebrochen worden. Ja? Und Mussolini löst das Versprechen dann ein. Oder es gibt die Dolchstoßlegende, daher kommt das Wort, also dass eigentlich die ungeschlagenen deutschen Truppen durch eine bolschewistische jüdische Verschwörung den Ersten Weltkrieg verloren haben. Das hat es bei Trump nicht gegeben, da gab es immer nur Our Movement. Aber jetzt plötzlich, und das ist interessant im Hinblick auf Vizepräsident Pence, der gesagt hat, er würde nicht versuchen, das 25. Amendment, also sofortige Absetzung des Präsidenten, zu ziehen, weil man dann Trump zum Märtyrer macht. Das ist eigentlich der intelligenteste Satz, den ich je von Pence gehört habe. Denn wenn man jetzt Trump zum Märtyrer macht, dann kann man sozusagen eine hausgemachte Dolchstoßlegende erzeugen. Die ist ja potenziell schon da durch die gestohlene Wahl. Nicht? Das hat mich doch erstaunt, also wie dieses Motiv von der gestohlenen Wahl ohne Evidenz, ohne irgendeine Evidenz, jetzt auf der anderen Seite Resonanz findet. Und insofern will ich jetzt nicht sagen, Trump muss ausgenommen werden von Strafverfahren und so weiter und so weiter, aber insofern besteht eine Gefahr, sozusagen ein Mythologem des Faschismus an Trump zu erfüllen. Ja? Also Trump zu einer Opferfigur zu machen. Ja. Und als ob Trump im Gefängnis, mir würde das also meiner schlechten oder guten Seele ungeheuer Spaß machen, nach diesen vier frustrierenden Jahren, ja, den in Handschellen zu sehen. Aber die Wirkung, die Energien, die freigesetzt würden dadurch, die könnten in einer Analogie zum Faschismus gefährlich sein. Trotzdem denke ich, also trotz dieses Details, dass insgesamt der Faschismus, also der Faschismusvergleich nicht sehr produktiv ist. Übrigens in der Hinsicht war jetzt der Sunday New York Times im Sunday Magazine ein ausgezeichneter Artikel des prominenten Yale-Historikers Timothy Snyder. Sie kennen den Namen Snyder mit Y, ja, ja. Tim Snyder. Der genau in dem Sinn, also ich war begeistert, weil ich bin mit ihm befreundet, aber wir sind, also we love to disagree, aber der macht genau diesen Punkt. Also wenn man Trump zum Opfer macht, hat man eine Dolchstoßlegende und hat dann ein faschistisches Element. Trotzdem denke ich, dass insgesamt der Vergleich wenig bringt. Das ist eine intellektuelle Faulheit. Ja, das wäre, glaube ich, ein ganz bedeutsamer Hinweis, ja. David, willst du mal zunächst aus dem Chat ein paar Fragen? Ja, sehr gern. Also wir haben zwei Fragen, die etwas in die ähnliche Richtung gehen, also wirklich der transatlantische vergleichende Blick. Fred Etzold erinnert daran, dass Ende August wir ähnliche Bilder auch als in Deutschland hatten. Am 31.08. waren Menschen mit Reichskriegsflagge vor dem Reichstag, vor dem Reichstagsgebäude, der damals ebenfalls wenig bewacht war, sind allerdings nicht reingekommen. Kann uns das auch passieren, was am 6.1. in Washington passierte, fragt Veit Etzold. Und etwas allgemeiner fragt Gunther Hellmann, wie würden Sie als Kenner der USA und Deutschland aus dem Blickwinkel der Westküste die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den heutigen USA und Deutschland beschreiben? Also erstmal wirklich mit Blick auf so einen Sturm sozusagen auf demokratische Institutionen, aber auch ganz allgemein die Befindlichkeiten oder die, ja, Zustände. Ja, also ich meine, strukturell gesehen habe ich irgendwann heute gesagt,
Ich denke, die Krise der Repräsentation ist nicht nur ein amerikanisches Problem. Also man könnte vielleicht optimistisch als amerikanischer Bürger sagen, solche Dinge werden typischerweise in den USA zuerst sichtbar. Man könnte auch begründen, warum das so ist. Aber lassen Sie mich eine kleine Anekdote erzählen. Also ich war im letzten Jahr ohne Corona, also 2019, für 6 Wochen Fellow, also akademischer Fellow, in einer kleinen Universitätsstadt im Territorium der ehemaligen DDR. Und ich wohnte bei sehr netten Vermietern meines Alters, mit denen man so freundlich redet, wenn man nach Hause kommt oder wenn man morgens das Haus verlässt. Und am letzten Sonntag haben sie mich dann eingeladen zum typischen Kuchen und Kaffee am Sonntagnachmittag. Und bei dem Gespräch hat sich also mein Vermieter, nicht in Rage geredet, aber so, also er kam irgendwie in Schwung und plötzlich sagt er, meine Frau und ich, wir wählen ja AfD. Und ich sage, um Gottes Willen, das hätte ich nicht sagen dürfen, wenn Sie das jetzt an der Universität sagen, dass wir AfD wählen, dann bekommen wir nie mehr Vermieter, bekommen wir nie mehr Mieter von der Universität. Und ich muss sagen, ich bin hoffentlich nicht nach unserem Gespräch jetzt irgendeiner AfD-Sympathie verdächtig, aber die Partei gibt es und die Partei ist im Moment noch wählbar. Und ein Mann wie dieser Rentner meiner Generation in dieser kleinen ostdeutschen Stadt sollte nicht davon ausgehen müssen, dass er sein Einkommen verliert, wenn er artikuliert, dass er diese Partei wählt. Also das ist so ein Problem der Repräsentation. Dieser Mann und seine Frau fühlen sich nicht vertreten von den Politikern in Berlin. Ja? Also das ist strukturell gesehen, habe ich da erlebt, und es ist nicht ein einzelner Fall, ich wollte das nur so illustrieren, ein ähnliches Problem. Ich habe das Gefühl, dass die leider das pessimistische Gefühl als amerikanischer Staatsbürger, dass die demografische Proportion der Leute, also die sich in Deutschland gerne Querdenker nennen, und auch die Heterogenität der Gruppe, die als Querdenker vor dem Reichstag protestiert hat, vielleicht weniger dramatisch ist als in den Vereinigten Staaten, was auch mit der größeren Demografie, mit der größeren Ausdehnung des Landes und so weiter zu tun hat. Aber das Problem der Repräsentation und die Gefahr von Politikern mit Resonanztalent, und vielleicht war Trump ein singuläres Resonanztalent, ist zweifellos nicht nur eine amerikanische Gefahr. Nicht? Und insofern denke ich, dass die Apostrophierung der Querdenker als Narzisst, also Nazis oder Faschisten oder auch dieser beständige Drang, sie müssten jetzt ausgeschlossen werden, insgesamt gefährlich ist. Das muss eine funktionierende Demokratie, und ich meine, das ist die Bundesrepublik Deutschland, eine sehr gut funktionierende Demokratie. Nicht manche Leute meiner Generation denken immer noch, dass das die große Erfolgsgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, dass Deutschland eine so funktionierende, manchmal etwas selbstgerechte Demokratie geworden ist. Aber die muss imstande sein, das zumindest in Gang zu bringen, was ich vorhin Re-Education genommen habe, und nicht einfach diese Leute ausschließt. Ne? Also da sehe ich eine strukturelle Parallele, und ich möchte nochmal unterstreichen, das Problem der Repräsentation. Naja, also meinen prominenten deutschen Intellektuellen zu zitieren. Niklas Luhmann hat in den 80er Jahren mal in der für ihn typischen Sprache geschrieben, dass das Problem der Repräsentation bei einem Grad der Elagierung angelangt ist, dass das System, dass das Element problematisch macht. Also ein Parlamentarier steht für zu viele Bürger und für eine zu große Komplexität, sodass man an einen Punkt kommen würde, wo es eine Krise der Repräsentation gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Aufsatz von Luhmann ist, aber das war als sehr frühe Diagnose richtig. Und ich denke, das zeigt auch, warum das Problem kein nationales sein kann. Ja? Ich denke, in dem Maß, in dem Komplexitäten des Alltags zunehmen, in dem Bürger über ihre Freiheitschancen nachdenken, Freiheitschancen nutzen wollen, ist die Möglichkeit der Politiker und der Politik zu repräsentieren geschwunden. Nicht? Das kann zu einer Frustration an der Politik führen, aber das kann dann auch zu Protesten führen.
Und insofern, ja, noch einmal, gibt es da strukturelle Parallelen, die aber keine exklusiven Parallelen zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten sind. Jetzt habe ich eine Frage noch mal dranhängen beim Stichwort Demografie. Da hatten wir noch nicht so drüber gesprochen. Es gab ja lange eine Erzählung, dass die Republikaner ohnehin keine Chancen mehr haben, weil der demografische Wandel in den USA, also der Anteil der Nicht-Weißen sinkt, der klassischen Wähler der Republikaner, die dann auch noch in den klassischen Berufen tätig sind. Und die Demokraten müssten eigentlich quasi nur zuwarten. Also wir haben auch, als wir mit der Atlantikbrücke, David Dyson wird sich erinnern, in Washington waren, bei diversen Thinktanks Analysen gesehen, das läuft automatisch. Man weiß nicht so genau, wie ist die Wahlbereitschaft der Hispanics und der anderen, aber im Grunde läuft das dahin. Es hat Trump den Republikanern gezeigt, ich kann auch gegen den Trend noch die Mehrheit für die Republikaner organisieren. Ja. Und trotzdem, jetzt ist er nicht mehr da. Die haben nicht mehr die Mehrheit im Senat und nur noch sozusagen auch im Repräsentantenhaus sind sie ja nicht in der Mehrheit. Was kann oder was muss passieren oder wie dieser Zusammenspiel aus Demografie und Entwicklung der republikanischen Partei? Manche reden jetzt von einer Spaltung. Aber wir brauchen ja in einem System mit zwei Parteien irgendwie eine Konsensfähigkeit, die Fähigkeit, auf einem Grundkonsens der Verfassung zum Kompromiss zu kommen. Ja. Der scheint ja zumindest unter Obama nicht mehr vorhanden gewesen zu sein. Ja. Wo sehen Sie den Trigger? Ist es die Demografie, die das dann doch automatisch irgendwann dahin bringt, weil diese weißen, ich sage mal, Klerikalen, Evangelikalen dann an Bedeutung verlieren und deshalb die Republikaner gar keine anderen Möglichkeit haben, als sich anders aufzustellen? Oder ist da auch dagegen diesen Trend weiter arbeitbar? Ist schwer vorauszusehen. He? Also ich habe mir, als ich heute Morgen mir Gedanken über unser Gespräch gemacht habe, vorgestellt, also was könnte denn eine, naja, also reformierte republikanische Partei sein? Wofür könnte diese reformierte amerikanische Partei stehen? Das habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil, wie Sie wissen, Herr Hüther, auf dem Campus von Stanford gibt es ja die Hoover Institution, die übrigens das Land mietet. Hoover Institution ist kein Teil von Stanford. Und das ist der Think Tank der klassischen republikanischen Partei. Übrigens, interessanterweise ist das der Job, den Condoleezza Rice im Moment macht. Nicht? Sie ist Professorin, aber sie ist jetzt auch seit letztem Jahr Direktorin der Hoover Institution. Und also immer, wenn man überrascht ist, dass George W. Bush was Intelligentes von sich gibt, kann man denken, dahinter steht Condoleezza Rice. Das ist sozusagen, also nicht, dass Bush ihr Sprachrohr ist, aber die Nähe zur Familie Bush ist weitergegeben. Und die Hoover Institution überlegt sich ganz sicher, ich weiß es nicht de facto, aber das ist die Agenda, was kann die neue Republican Party sein? Ja, es könnte weiterhin eine Partei sein, die für geringe Steueraufkommen einsteht, die in den USA, die Differenzen liegen an den bundesstaatlichen Steuern. Also in Kalifornien zahlt man nicht so wenig Steuern, wie man sich vorstellt. Nicht? Es gibt einen Drift der reichen Kalifornier nach Texas, weil die Staatssteuer für Kalifornien sehr hoch ist. Es gibt nicht im Sinn von Trump, let's make America great again, aber so von Supply Chains und so weiter und so weiter und auch in der China-Politik. Ich würde nicht sagen einen neuen Nationalismus, aber eine neue nationalstaatliche Politik, die ich gar nicht mal dämonisieren wollte, die nicht meine Politik ist, das hat auch mit meiner eigenen Biografie zu tun, aber eine Affirmation eines certain Nationalisms, die ja auch in den USA eine Tradition hat, das ließe sich anschließen an die Steuern und dann eigentlich setzen schon leider so Ressentimentwerte ein. Ja? Also das könnten natürlich auch die Leute sein, die es also denen es zu viel ist mit Identity Politics. Ja? Also nicht nur in der Akademie, also nicht nur in der Uni-Welt. Ich muss sagen, natürlich stehe ich auf der Seite von Black Lives Matter. Aber wenn ich sozusagen gebetsmühlenartig im Campus gezwungen werde, also jeden Tag 20 Mal zu sagen, that Black Lives Matter, and I said, of course it matters. Yeah? I mean, dann habe ich fast Lust zu sagen, no, they don't matter. Ja, also natürlich ironisch, aber, okay. Aber es gibt eine gewisse Gereiztheit. Also ich denke, dass das eine, ja, nicht lohnende, sondern notwendige Aufgabe einer republikanischen Partei ist, die überleben will, zu sehen, was ein Konsensus sein könnte.
diese republikanische Partei könnte die Partei eines konservativen Mittelstands sein, aber nicht, wie man in Europa zu oft denkt, die Partei der Reichsten. Ich denke, also die sehr reichen Amerikaner wählen heute typischerweise als Mitglied der Eliten Demokraten. Ja, nicht? Also das, man sieht das in Deutschland vielleicht etwas schief, weil der sehr, sehr intelligente Peter Thiel, ich weiß das, weil er befreundet ist mit einem meiner Kollegen in Stanford, einem Hoover-Kollege, lohnt sich absolut, mit ihm zu sprechen. Er hat Trump unterstützt und als Silicon Valley-Protagonist. Und deswegen denkt man manchmal, die wählen weiterhin republikanisch. Nein, ist nicht typisch. Also die Republikaner haben eine Aufgabe zu sehen, was eine Konsensbasis sein könnte und eben auch zu sehen, wen man noch in diesen Konsens reinholen kann, wie weit das geht. Nicht alle, die das Kapitol gestürmt haben, also ein gutes Beispiel wären die christlichen Fundamentalisten. Haben christliche Fundamentalisten, also Southern Baptists und so weiter, ein Interesse an Demokratie oder würde das transzendentale Prinzip, das religiöse Prinzip, mit dem sie jemand wie Trump als Berufen identifizieren können, jederzeit eine Trumpfkarte sein, die stärker ist als das Festhalten an Demokratie? Wenn ich vielleicht aus dem Chat noch eine Frage stellen darf, Herr Gumbrecht, es gibt mehrere Fragen, die in die Richtung gehen. Was heißt das jetzt konkret für die Agenda von Joe Biden? Was heißt Re-Education? Wie löst man das Bildungs- und auch das Sozialstaatproblem? Heißt das, dass Bernie Sanders die Lösung wäre? Heißt hier eine Frage, kostenlose, gute Bildung für alle und soziale Solidaritätssysteme? Interessanterweise, vielleicht nur als Ergänzung, ist das ja nun gerade eine Agenda, die auch gerade bei den Trump-Unterstützern als Sozialismus gebrandmarkt ist. Also das, wovon wir vielleicht aus deutscher Perspektive denken, dass das die Lösung des Problems wäre, entspricht ja nun gar nicht der amerikanischen Mentalität und wird eher als Bevormundung empfunden. Wie also vorgehen? Ja, also okay, ich war an diesem 5. November, glaube ich, das war der Tag, wo irgendwie feststand, also wo sich Biden zum ersten Mal, weil er sehr zurückhaltend, was positiv war, in den Medien als President-elect vorgestellt hat. Nicht? Und da hat auch Kamala Harris geredet. Naja, und also aus vielen Gründen, weil Kamala Harris ist sozusagen aus Kalifornien, in Berkeley aufgewachsen. Ihr Vater ist Emeritus-Kollege von mir. Also das ist typisch für diese Elite. Ja? Also es ist gar nicht so zufällig, dass ich also die Beraterin von Bush, mit der gehe ich zum American Football, mit Condoleezza Rice, und Kamala Harris, ihr Vater, ist ein Fellow Emeritus in Stanford. Nicht? Also ich will damit nicht angeben. Im Gegenteil, ich will sagen, wie sehr ich Teil eines Problems bin. Ich bin ganz nah an diesen Eliten sozusagen oder bin ein Teil von denen. Also da sehe ich ein Problem. Aber jetzt, also möglicherweise gibt es unter den Amerikanern unter 30 Jahre, also meine beiden jüngeren Kinder, die hier geboren sind zum Beispiel, naja, die wären eigentlich, wenn man das projiziert auf Europa, die wären linke Sozialdemokraten. Nicht? Das ist ihre Agenda. Also diese Bernie Sanders-Begeisterung war eine Begeisterung der Campuses und der Jugendlichen. Es gibt ja auch im House of Representatives eine Reihe, finde ich, sehr kompetenter junger Frauen, die sozusagen eine EU-artige sozialstaatliche Agenda wollen. Diese Leute können sich identifizieren mit der Vizepräsidentin, auf die aufgrund ihrer Intelligenz und ihrer Herkunft ich auch große Hoffnungen setze. Aber die Vizepräsidentin hat in dieser Rede, in diesen Reden am 5. November keinerlei Öffnung auf die Trump-Wähler gezeigt. Nicht? Natürlich, also das gehört zum Ritual. Nach dem Wahlkampf sagt immer der President-elect, also we will make America one again, das hat sie auch gesagt. Aber diese Wendung, diese Öffnung von Biden, die ich vorhin schon erwähnt habe, die hat in mir einige Hoffnung geweckt. Das reicht natürlich nicht auf die Dauer, aber man muss sozusagen ja das gesamte Repertoire der Möglichkeiten durchspielen. Ja? Also wie weit kann man gehen? Wie kann man diesen Leuten zeigen in einem ersten Gestus, dass sie bei der neuen Regierung Resonanz finden? Und das war nicht schlecht zu sagen, ich kann eure Frustration verstehen, dass euer Champ nicht gewählt worden ist. Das geht noch nicht sehr weit. Also ich habe dafür keine Strategien. Ich bin weder Politiker noch Politologe. Möglicherweise kann sich das auch nur realisieren, wenn man sozusagen vielleicht etwas dezentralisiert.
Nicht? Also die Parteien, die Demokratische Partei, if they are reaching out, also versucht eben in Townhouse-Meetings, die in den USA so beliebt sind, zu Townhouse-Meetings nicht nur die Leute einzuladen, die demokratische Stammwähler sind, sondern im Namen der Regierung das eben auch für Leute zu öffnen, die gerade Trump gewählt haben. Wie das zu organisieren ist, entzieht sich meiner Kompetenz oder dafür bin ich nicht kompetent. Aber dieser Gestus einer Zuwendung, das ist ein anderes Wort sozusagen, zusammen mit Resonanz, der muss zu den ersten Monaten gehören und der muss die ersten Frustrationen und Schwierigkeiten überleben. Also es kann nicht einfach auf dem Obama-Zug weitergehen. Bei aller Bewunderung für Obama muss ich immer dazu sagen. Ergänzung dazu, ich glaube, wir haben ja auch ein bisschen rausgearbeitet, ist vielleicht nicht die Sozialpolitik. Es ist das, was wir in Deutschland Regionalpolitik nennen. Ja. Wenn nicht mehr die People zu den Jobs, dann müssen halt die Jobs zum People, also muss es die Richtung gewählt werden. Oder man muss eine Mischung dazwischen finden. Und das haben wir vielleicht etwas, was wir in Deutschland können, auch nicht immer ganz effizient, das war auch lange verpönt, aber ein Gedanke, der in den USA noch ferner liegt. Und wenn wir aber diesen regionalen Krieg, ein zentrales Thema sein könnte. Kommt erschwerend hinzu, dass natürlich im Vergleich zu Deutschland die Bundesregierung, also die Regierung, die man sozusagen mit dem Weißen Haus identifiziert, sehr begrenzte Möglichkeiten des Einflusses auf die Bundesstaaten hat. Ja? Also der Vergleich der USA mit der EU ist kein künstlicher Vergleich. Ja? Also die vorhin zitierte Condoleezza Rice, die nun einige Erfahrung hat, 4 Jahre National Security Advisor, 4 Jahre Außenministerin, hat immer gesagt, also selbst ein republikanischer Gouverneur, also Ministerpräsident eines Bundesstaates, möchte lieber seine eigene Politik machen als die Politik eines republikanischen Präsidenten in Washington. Ja? Also zum Beispiel Newsom ist der Gouverneur von Kalifornien, von dem ich insgesamt vergleichsweise viel halte. Aber ob Newsom sich sozusagen die Schau stehlen lassen will, um einen Amerikanismus im Deutschen zu gebrauchen, von Joe Biden oder von Kamala Harris, wird man sehen müssen. Also das ist strukturell schwer. Ich meine, insofern kann man auch, wie Sie vorhin gesagt haben, Herr Hüther, Trump hat innenpolitisch kaum etwas verändert, aber er hat diese aufgrund seines Kommunikationstalents ein Problem evident gemacht, was ein zentrales Problem der Vereinigten Staaten ist, nach meiner Ansicht nicht nur ein Problem der Vereinigten Staaten ist, eben diese Krise der Repräsentation. Und deswegen, weil wir ja am Ende unserer Zeit angelangen, also könnte man vielleicht in einer deutschen Weise optimistisch sein, das war die List der Vernunft. Ja? Also, dass wir optimistisch gesehen am Ende der Trump-Zeit, und ich hoffe, dass es ein Ende der Trump-Zeit ist, eine diagnostische Situation haben, die uns näher zu einer Strategie und Therapie bringt, als das ohne die Trump-Zeit der Fall gewesen wäre. Denn die Uhr hat schon vor Trump getickt. Ja, das haben Sie ja richtig gesagt. Ob das Reagan war, ja, ich glaube, die Diagnose ist gut, dass das in den 80er Jahren stattgefunden hat, also diese Divergenz. Aber das Problem hat es schon vorher gegeben. Und das Problem war schon, wie konnte Hillary Clinton die Wahl gegen Trump verlieren? Das war natürlich schon ein Symptom, denn also an Bekanntheitswerten hat sie nicht gefehlt und an Kompetenz auch nicht. Aber sie war eben also die Kraft der Reaktion gegen das Syndrom in Washington, sehr frühe Verschwörungstheorie, war damals schon sehr groß. Also vielleicht sollten wir auf Hegel hoffen. Das ist ein wunderbares Schlusswort und ja, in der Tat hoffen wir, dass es so ist, dass der Weltgeist die individuelle Vernunft überholt hat und dass das, was wir heute oder jetzt gerade als die große Krise der Demokratie sehen, vielleicht dazu führt, dass mehr Bürger auf beiden Seiten des Atlantiks die Zerbrechlichkeit und natürlich auch den Wert unserer Demokratie und unserer demokratischen Institutionen umso mehr begreifen. Das hoffen wir und ich glaube, mit diesem, ein Wort zu sagen, es könnte sein, also ich habe mir gerade vorgestellt, dass meine Kinder oder Enkelkinder eines Tages im Archiv dieses Gespräch anhören. Ja, es könnte sein, dass ich mit den neuen Generationen in den Vereinigten Staaten, also das sind nicht nur meine Kinder, eine gewisse Annäherung tatsächlich, das ist überhaupt nicht in der Diskussion, zwischen diesem Sozialdemokratismus der EU, der, meine ich, nicht parteiabhängig ist, sondern im Vergleich zu Amerika ein Sozialdemokratismus ist, der gar nicht unbedingt meiner ist,
und den USA stattfindet. Ja? Also noch einmal, wenn ich an die jungen Frauen im House of Representatives denke, dann könnte das auch eine Hoffnung sein. Und das würde dann sozusagen auch ein interessantes Zwei-Parteien-System mit einer neuen republikanischen Partei sein. Nicht? Die hätten sozusagen Konturen, die auf der einen Seite konträr genug sind, um Politik zu ermöglichen, aber nicht in qualifizierten Fällen Konsensus ausschließen. Aber Sie sehen, jetzt bin ich zu sehr ins Reden gekommen, typischer alter Professor. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Gumbrecht. Es ist aber auch ein gutes Zeichen für uns, dass Sie nicht aufhören wollen zu reden. Eigentlich wollen wir auch nicht aufhören zuzuhören. Vielen, vielen Dank für Ihre klugen Analysen und auch die klugen Altersbeobachtungen. Vielen Dank an Michael Hüther für seine sehr klugen und sehr differenzierten Fragen und die Gesprächsführung. Und natürlich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für auch Ihren Input und dass Sie heute mit dabei waren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen allen noch einen schönen Tag in den USA und einen schönen Abend in Deutschland. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Thank you.